drums near, buds are bursting. Wir wollten euch mal sagen, wie wir diesen Platz hier gefunden haben. Wir haben euch ja im letzten Video einen Suchbegriff genannt für Google, und zwar Parkenjo Camper. Und diesen Platz haben wir gefunden, wenn man bei Google Area Sosta Camper eingibt. So. Und somit findet man, glaube ich, auch ganz viele schöne freie Plätze. Wir haben nämlich gar nicht gewusst, dass es das in Italien auch gibt. Hast du den auch bei Park4Night? Ich glaube, bei Park4Night steht aber auch drin. Genau. Ja. Aber alternativ kann man bei Google. Ja, wir nutzen halt mal beides, Park4Night und Google Maps. Ja. Jo, das sind die zwei Suchbegriffe. Für uns geht es jetzt nach Padua. Oder auf Italienisch Padova. 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 Ich lerne noch ein bisschen. Maybe it's just me and I, where thunder has had its way. Oh, das when kindness is portrayed as blind, ja. Glitter to the rays. Oh, no need. Wir sind angekommen in Padova, stehen hier mitten in der Stadt, 1,5 Kilometer vom Zentrum entfernt, da laufen wir jetzt auch gleich hin. Und wir zahlen hier entweder 12 oder 18 Euro, das hängt davon ab, wie lange wir bleiben. 12 Euro die ersten 6 Stunden oder 18 Euro, wenn wir jetzt hier auch die Nacht bleiben sollten. Jo, und es sieht hier so aus. Haben wir gerade das geilste Eis der Welt gefunden. Hey, das ist meins. Ja, es tropft. Du filmst? Boah, Pistaziencreme. Wahrscheinlich das beste Pistazieneis auf der Welt, wirklich. Ja. Oder? Total. Zum ersten Mal Kaffee-Eis und so Sahne-Eis. Morgen kommen wir nochmal. Ja. Und guck mal, was da hinten jetzt los ist, hey. Ich muss die ganze Karte probieren. Morgen nehme ich 3, ist mir egal. Das ist schon krass, hey. Was ist denn das hier? Die Basilica de Sant'Antonio. Sant'Antonio. Richtig krasses Gebäude. Wir sind nämlich gerade auf dem Weg zurück zum Van und sind hier dran vorbeigelaufen. Also echt, echt heftig. Und der Platz hier, mega schön. Ja, also wenn man ganz streng ist, muss man halt manchmal die Schultern, wenn man in so eine Kirche reingeht, bedecken. Also habe ich hier so eine Tischdecke bekommen. Das haut mich halt einfach immer so von der Architektur und von der ganzen Kunst, die da drin ist, steckt richtig um. Ist auf jeden Fall eine richtig schöne Stadt. Padova ist eine der ältesten Städte Italiens. Es hat eine der ältesten Universitäten Europas. Ja, also man merkt hier eine ganz besondere Atmosphäre. Aber da gehen wir morgen nochmal zu ein. Und wenn wir noch mal ein bisschen erzählen, wo so der Unterschied für uns liegt zwischen Verona und Padova. Ja, also wir haben ja direkt hier vorne geparkt, und was wir gar nicht wussten, als wir hier geparkt haben, ist, dass wir hier direkt vorne dran einen, also den drittgrößten Platz in Europa haben. Also größer als dieser Platz ist nur der rote Platz in Moskau und der eine Platz in Paris. Jetzt müssen wir kurz warten, da kommt ein Krankenwagen. Ja, ordentlich was los hier. Und die eine Kirche, die hier direkt neben mir ist, oh, schon ein bisschen dunkel geworden. Das ist auch eine sehr bekannte Kirche und sogar ein Wallfahrtsort. Also mega die Empfehlung,
diesen Stellplatz zu nehmen. So, wir machen uns jetzt lecker was zu essen. Vielleicht gehen wir nochmal später in die Stadt und trinken Aperol. Aber die Kamera bleibt hier und wir sehen uns dann morgen wieder. So sehen wir ohne Kaffee aus. Moin. Und schaut mal, ich habe mir jetzt hier so einen Stick genommen. Die Aufnahmen in Verona mit der Insta Go 2 waren ja ziemlich gut. Und jetzt habe ich hier noch die X2. Und die werde ich jetzt auch mal dran machen. Und dann laufen wir nochmal über den drittgrößten Platz in Europa. Und mal schauen, wie dann die Aufnahmen werden. Eigentlich so jetzt für uns der Unterschied gewesen zwischen Verona und Padova? Beide wunderschön, aber Verona ist einfach so von den Kulissen natürlich perfekter, würde ich jetzt mal sagen. Alles, ja. Jede Gasse ist so perfekt einfach. Ja. Und hier ist es so ein bisschen authentischer. Die Gassen sind auch wunderschön, aber die sind so ein bisschen, ja, authentischer. Es gefallen beide sehr gut, aber ich glaube, in Padova fühle ich mich persönlich ein bisschen wohler. Ja, ich auch. Jo. Also vom Wohlheitsfaktor und so Atmosphäre finde ich Padova auch. Jo. Jo, da sind wir wieder. Wir haben uns hier in der Nähe von Bologna einen Stellplatz oben in den Bergen gesucht, weil es einfach fürchterlich heiß ist. Der Weg hier hoch war auch ziemlich holprig, aber es hat sich gelohnt. Und ja, ich sag mal, tagsüber ist es auch heiß, aber nachts kühlt es auf jeden Fall ziemlich gut ab hier. Deswegen haben wir gut geschlafen, aber es ist jetzt richtig heiß. Ich weiß nicht, ob man erkennt, aber wir schwitzen schon richtig, ja. Und es ist, glaube ich, 9:30. Ja, es ist auf jeden Fall trotzdem ein wunderschöner Stellplatz. Wir haben hier einen Sonnenaufgang auf der Seite, einen Sonnenuntergang auf der Seite. Hier oben ist kaum jemand, außer ein paar Radfahrer und Motorradfahrer. Und es ist halt einfach, ja, die letzten 3 Tage, die wir hier standen, war es super, super schön. Aber ja, wie es halt so ist, müssen wir weiter. Wir haben nämlich keinen Tropfen Wasser mehr. Und ja, nach 3 Tagen reicht es auch, finde ich. Ja. Genau. Und jetzt geht's nämlich nach Forlì. So viel Obst zum Probieren bekommen. Ich schläge nicht, würde ich alles mitnehmen. Aber im Van mit der Hitze wird alles so schnell schlecht, deswegen mussten wir jetzt zum Teil entscheiden, was wir nehmen. Ah, es ist alles von hier, ne? Alles von hier. Alles Eigenanbau. Alles Eigenanbau. Steht da nicht mal Kilometer 00? Die haben 0 Kilometer zurückgelegt. Das Obst, oder? Heißt es da? Heißt es das? Mhm, ja. Direkter Verkauf, 0 Kilometer. Mega. Das ist so cool. Genau das habe ich gesucht. In Italien. So, wir sind mal wieder angekommen in Forlì und es ist richtig bombenheiß. Eigentlich dachten wir, für heute war Regen gemeldet, immer wieder für 70-80% und das verschiebt sich aber immer um ein paar Stunden weiter nach hinten. Ja, deswegen sind wir auch hier runter in die Stadt gefahren. Natürlich haben wir auch Wasser gebraucht, haben jetzt aufgefüllt und es hat so gestunken, es war so eklig. Also sowas habe ich schon lange nicht mehr gerochen, gerade durch die Hitze noch. Deswegen haben wir da auch nicht filmen können, da wollte man nur schnell weg. Ja, jetzt sitzen wir hier im Auto bei gemütlichen 35 Grad, machen uns ein Frühstück und überlegen, wie es weitergeht. Haben auch gerade schon mit der Frau am Obststand gesprochen, die hat auch gesagt, so eine Hitze hatten die noch nie. Und ja, wenn der Regen halt ausbleibt, wird es halt auch irgendwann mal ein bisschen bappisch und ungemütlich. Ah, da seid ihr. Habt euch im Kühlschrank versteckt, hä? Da, wo es kühl ist. Ja, da wären wir jetzt auch gerne. Also, gefrühstückt haben wir. Und wir haben uns überlegt, wir holen uns jetzt einen schönen Cold Brew im Café. Und dann haben wir gesehen, dass es hier ganz in der Nähe ein Schwimmbad gibt.
Ja, und was gibt es eigentlich Besseres, als sich einmal kurz abzukühlen? Und ich glaube, wenn jetzt alles nach Plan läuft, würden wir das so machen. Und dann haben wir uns einen Stellplatz rausgesucht, der so eine Stunde von hier wieder in den Bergen ist. Ich glaube, das könnte ein guter Ort sein, um dann ja, das YouTube-Video fertig zu schneiden und noch ein paar andere Sachen abzuarbeiten. Hier ist klimatisiert, hier bleiben wir bis um 3. Dann mache ich mich leider zu. Das ist eigentlich ganz bekannt in Italien. Und hier ist niemand außer uns. Ist auf jeden Fall ein richtig schöner Ort. Ja, schade, dass die morgen zu haben. Da ist nämlich Sonntag, sonst würde ich morgen hierher kommen und den ganzen Tag hier arbeiten. Aber nutzen wir noch die Zeit, die wir haben. Und trinken jetzt erstmal einen richtig guten Kaffee. Das hat so gut getan. Oh, das war echt die Klimaanlage. Also eigentlich, das wird ja nicht so viel, aber das war schon echt geil. Ja, also ich fühle mich jetzt wie neu geboren. Jetzt ist auch so ein leichter Wind, man merkt, da kommt irgendwas. Der Himmel ist ganz dunkel und es drückt so ein bisschen. Aber es ist auch ein bisschen windig, also es ist trotzdem glaube, nicht so heiß. Das Schwimmbad müssen wir heute absagen. Ja. Kein Date im Schwimmbad, aber dafür geht es jetzt noch mal ganz kurz nach Forlì in die Stadt hinein und dann werden wir auch schnell zu unserem Stellplatz fahren, weil wir wollen ja noch ein bisschen arbeiten heute. Ja, wir sind mal wieder zur falschen Zeit rausgegangen, weil es ist halt wieder Siesta und wir verpassen das immer wieder. Alles hat zu. Und hier ist wie an einem Sonntag, wie hast du das gesagt? Wie an einem langweiligen Oktobersonntag, wo es regnet und niemand auf den Straßen einfach ist. Einfach komplett leer überall. Hm. Ja. Naja, gehen wir zurück ins Auto. Jo, sparen wir uns Kohle. Leider haben wir vergessen, Mautstraßen auszustellen, also sind wir jetzt auch auf einer Mautstraße gelandet. Aber es ist ja nicht weit. Es waren jetzt vielleicht 30 Kilometer. Mal gucken, was es kostet. Ich bin mal gespannt. Ja. Was haben wir jetzt bezahlt? 2,20 Euro. Die Leute schon. Aber wir können nichts dafür. Ja, die Leute hinter uns werden schon langsam ein bisschen unruhig. Hat jetzt auch ein paar Minuten gedauert, kann ich auch verstehen. Aber kann ich leider nichts für, Leute. Nee. Gerät nicht lesen. Das Gerät hat eine Leseschwäche. Auf jeden Fall hat es jetzt aufgehört. Oh, es ist ein bisschen überbelichtet. Auf jeden Fall regnet es jetzt nicht mehr so dolle. Eine schöne Sicht nach hinten, ne? Hier gucken wir aufs Haus. Ja, dann fahren wir da runter. Also da unten haben wir eine schöne Sicht, hier haben wir gar keine. So, und jetzt stehen wir hier an der schönen Sicht. Es ist ein Wohnmobilstellplatz in Ferrucchio. Einer der schönsten Altstädte Italiens. Habe ich gar nicht gewusst. Also da hat Melli uns einen richtig schönen Platz rausgesucht. Ja, ich würde mal sagen, wir machen es uns jetzt hier gemütlich. Gute! Ich hab Hunger. Ja, ich auch. Und ich werde jetzt noch ein bisschen an der Webseite arbeiten und auch an dem Video, das ihr gerade seht. Und dann ja, wünschen wir euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Und wenn ihr ja, wissen wollt, wie es nächste Woche bei uns weitergeht, dann dürft ihr gerne abonnieren. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dann, ne? Tschüssi. Gute. Tschüss. Auf. Ist die Kultur einfach anders? Frisur ist gut? Nee, Frisur ist nicht gut. Die ganze Zeit schon oder erst jetzt? Weiß nicht, so ist es jetzt. Oh, hoffentlich laufe ich schon nicht die ganze Zeit so rum. So ein Arschscheitel. Echt, so ein Arschscheitel war das? Jetzt stehen sie jetzt ein bisschen zu Berg.
Der Windkontakt genauso, aber egal. Ich hatte einen Arschscheitel, könnt ihr euch das... Ich hoffe, okay. Ich war jetzt mit dem Arschscheitel nicht die ganze Zeit zu sehen.